Herzlich willkommen, liebe Let's Play-Freunde, zu LEGO Worlds in der Early Access von Steam. Wir schauen uns mal LEGO Worlds an und gucken, ob das dieser Vergleich mit Minecraft in irgendeiner Weise standhält. Ja, drück, lade. So, ich habe schon ein bisschen vorgespielt, aber ich würde sagen, wir fangen komplett neu an. Das geht gar nicht. Nicht in der alten Welt, schon in der alten Welt. Oder meinen Charakter mal zurücksetzen, das wäre auch wunderbar. Natürlich. Das heißt, okay, das ist mein aktueller Charakter. Da habe ich schon relativ weit gespielt. Wieso hat er keine Krone auf? Jetzt ist die Frage, dieses Freispielen, diese ganzen Pläne. Habe ich das eigentlich alles? Kann ich nicht wieder von neu alles entdecken und wieder ganz jungfräulich, Entschuldigung, Mann, da drüber rennen? Das muss doch möglich sein. Na gut, generieren wir uns erstmal eine Welt. Das geht mit dem komischen Fragezeichen unten. Das ist aber nicht die Grenze. Das sieht immer erstmal klein aus, aber ich denke, da kann man sich das mit automatisch immer noch weiter zu generieren. So bei Minecraft halt auch so. Um die Grenzen des Levels erreicht, geht's weiter. Das ist eine gute Zeit. Das sieht doch mal nicht schlecht aus. Schön gebirgig, da können wir buddeln. Buddeln und basteln. Es gibt zwar keine Lava jetzt hier am Anfang, aber ich denke mal, wir haben später noch irgendeine Lava. Ja, nehmen wir mal. So, das die Folge wäre jetzt Klotzbach. Jetzt mal mit einem kreativen Namen. Ich würde Fasca sagen. Würde ich. Geht das? Oh, toll, keine Umlaute. Ups. Hä? Was ist denn hier los? Jetzt. So. Nein, wieso springt er nicht bei einer bestimmten Länge? Immer der Cursor. Ach so, weil ich boah, nee, oder? Weil ich WASD drücke, springt er natürlich weiter. So. Würfelhausen. Ja. Nehmen wir. Das scheint sowas wie ein Ladebalken zu sein. Das Lego-Äquivalent eines Ladebalkens. Oh, das ist ein Pferd auf der Wolke. Ja. Fallschirm! 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 Okay, ich habe irgendwas gedrückt, aber habe ich das verursacht oder hat das sie, er, es das verursacht? So, rechte Maustaste immer noch drehen hier. Ja, passt. Passt. Mittlere Maustaste rennt dem Mauszeiger hinterher. Rechte Maustaste lange. Oder kurz drücken. Jumped. Leertaste. Jumped auf. W, A, S, D. Passt. So, und da galoppiert schon wieder durchs Bild. Das ist eigentlich Nacht. Gut, ich nehme nachts auf, aber das blöde Spiel hält sich ja wohl hoffentlich nicht an die Systemzeit. Das werde ich meistens nachts spielen. Zwangsläufig. Ach, nö. Oh, nö. Ich wollte sie neu installieren. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen vorgespielt und habe schon ein paar Sachen gefunden. Ach, das ist ja jetzt total doof. Das gilt für alle Charaktere. Das heißt, die haben schon alle gesehen und ne. Jetzt habt ihr gar nicht mehr dieses Entdecker-Dings. Das macht gar nicht mehr so schön bling, wenn ich irgendwelchen Sachen vorbeilaufe. Aber sie sind wirklich neu. Na gut, ich gehe mal hier kurz durch. Das sind die Gegenstände. Die man findet in speziellen Kisten, die man auch nicht zerschlagen kann, sondern man kann die nur mit E öffnen. Da war eine Kamera drin, die aber keine weitere Funktion hat, oder ich zumindest noch nicht rausgefunden habe. Eine Keule. Kann ich nämlich hier zuschlagen oder gleich ein Schwert. Zischt auch ganz gut. Das Problem an der Sache ist, ich kann ihn nicht vergleichen, weil diese Schwerter oder Keule, die haben jetzt keine Stats oder irgendwas. Ich mache nicht mehr schon dafür Damage oder sowas. Gut. Mit dem Problem muss ich wieder ein bisschen zurücknehmen, weil es gibt nicht wirklich Gegner. Das sind die ganzen Charaktere, in Anführungszeichen, die ich getroffen habe. Da sind auch so nette Leute drin, wie Zombies, Werwölfe, Vampire,
Mumien, Skelette, komische Höhlenbewohner und diverse Steuerberaterinnen. Nee, keine Ahnung, was sind das? Wissenschaftlerin, Surferin, Höhlenbewohnerin, Cowboy, Pirat, Hexer. Ja. Gucken total grimmig drein, greifen einen aber auch nicht an. Natürlich wehren sie sich, wenn er so drauf kloppt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwie Angst haben müsste, dass mich hier alles niederknüppelt und ich irgendwie nachts gefressen werde oder so und ich mir schnell einen Unterschlupf bauen muss oder so. So typisch Minecraft eben. Sondern die rennen halt rum und sind eigentlich nur dafür da, verkloppt zu werden. Und durch das Verkloppen habe ich die Möglichkeit, dann ein Schema hier zu kaufen. Und dann kann ich mir, wenn ich hier irgendeinen kaufe, hier kann ich mir dessen Charaktersachen auf den Kopf setzen. Oder irgendwie kann ich mir so, zack. Oh, warte, was ist das? Habe ich da jetzt drauf? Nee, eigentlich nicht, oder? Na gut, spielen wir halt mit dem wieder weiter. Es scheint wohl keinen richtigen Charakter zu geben, sondern nur Aussehen. Was ist das? Ist das die schwarze Kutte, oder? Cool. Ach, das ist ein Bart. Aber ich kann nicht Bart und Hut haben. Das ist ja auch total... Umhang haben wir schon. Nee, wir machen hier... King, King Kong, Queen. Wieso ist jetzt der Umhang weg? Kopf. Ups. Hose. Peng. So. Ah, ich will meine. Hier. Die YMCA, die Village People Hose. Gut. Ja, in dem Fall habe ich euch jetzt auch ganz kurz mal gezeigt, was man so alles customizen kann hier. So. Das ist die. Es nennt sich Hüfte. Ja, das ist eigentlich dieses Kreuzgelenk. Natürlich die Hosen. Umhang eventuell oder gleich komplette Kostüme oder halt eben zufällig oder eine Kopfbedeckung dazu packen. Aber ich renne hier so als King of Kong rum. Das ist nur Kopf. Das lassen wir so. So, raus da. Also wieder zurück zu den Modellen. Schemen, Schematas, Modellen. Wir nennen sie Modelle. Ja, 19 verschiedene Charaktere habe ich schon getroffen, von denen ich mir jetzt die Kostüme irgendwie kaufen könnte oder die ganzen Items, aber ich habe nur ein paar gemacht, weil es macht keinen Unterschied. Es ist nur optisch. Kreaturen, alle, die man trifft, kann man sich auch dann kaufen. Und wenn man sie gekauft hat, kann man sie jederzeit herbeirufen. Wie zum Beispiel diesen schicken Drachen hier. Flieg, dicke Flieg. So, echt Drachen fliegen. Ganz wunderbar. Ich bin die Kleine mal wieder. Lassen wir uns da rumlatschen. Au. Weg, geh aus dem Bild. Hier, Fuchur in Rot. Fahrzeuge, sehr wichtig, sehr wichtig. Alle Fahrzeuge, die man trifft, genau wie bei allen anderen Sachen hier, wie Charaktere und Kreaturen, kann man dann einfach kaufen und dann kann man sie kostenlos praktisch dann wieder nachbauen. Das kostet auch, man muss auch keine Steine sammeln oder irgendwas. Noch nicht, vielleicht muss man das irgendwann. Sondern man kann die einfach so schwuppdiwupp herbeirufen. Ich rufe einfach mal ein Boot her. Macht wenig Sinn, aber funktioniert sogar an Land. Nicht gut, aber ich funktioniert. Na. Das ist ein Freirutschen. Ja. Ein bisschen zumindest. Warum dreht sich eigentlich die Schraube nicht? Moment. Ja. Und dann steht das Zeug hier so rum. Wenn man es nicht benutzt. Ich weiß nicht, ob es nach Zeit dann verschwindet, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall kaputt. Ich habe mal in der Testfolge eins in der Lava geparkt. Das ist dann relativ schnell verschwunden. So, Steinsets. Die waren, glaube ich, alle von Anfang an da. Die muss ich auch irgendwie nicht kaufen oder so. Da kann ich dann aus Millionen von Klötzchen mir irgendwie einen Saloon zusammenpasteln oder hier irgendwie ein Schloss hinhauen. Was für meinen Rechner... das ist ein AMD Quad-Core und eine... Was habe ich hier für eine AT-Karte? Ich weiß gar nicht. 69? Nein. Blödsinn. Egal. peinlich. Doch, ein bisschen geht jemand an die Grenze, weil da wirklich hier Millionen von Klötzchen hingepackt werden. Wir probieren es trotzdem mal aus. Wir machen mal so einen grünen Wackelpudding, mit einem, der ein gelbes Bild hat. Einfach mal hingesprüht. Zack. Und jetzt geht die Framework auch schon in die Knie. Ja, und jetzt pumpt der da irgendwie den Wackelpudding hin. Ich brauche nichts tun. Mach das dann selber.
Ja. Fertig. Hält einiges aus. Jetzt haben wir hier einen Wackelpudding. Wackelt der eigentlich auch, der Wackelpudding? Boah, der kann ja klettern, das ist ja Wahnsinn. Heps, 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 heps. Ne, das klingt nicht so, als wenn er wackeln würde. Ja, und da stehe ich nun auf meinem riesen Wackelpudding und gucke auf den Drachen hinter. Ach, hallo. Plötze. Tag. Ja. Und wie gesagt, da gibt es noch irgendwelche komische Wandteile. Es gibt Pyramiden. Diverse andere Süßigkeiten. Cupcakes. Ein Lebkuchenhaus. Ein gruseliger Baum. Und noch vieles mehr, das einfach mal so schwuppdiwupp innerhalb von ein paar Sekunden hinsprühen könnt, ohne euch stundenlang zu beschäftigen. Ja, ist. Kann man machen, ne? Setz. Ich weiß nicht, was. Setz. Ich weiß nicht, was an denen so speziell ist, ob man die irgendwo. Ich spiel einfach mal runter. Was an denen so besonders ist, keine Ahnung, warum die nicht auch bei Steinsets dabei sind. Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist, ich habe es in meinem anderen Video gesehen, ich habe selbst noch gar keins gebaut. Ich muss das mal hier mal. Ich klatsche jetzt einfach hier ein Haus hin. So. Nichts. Hand von der Maus. Und unser noch Kong hier erstmal per Terraforming. Ah, das Haus geht aber schnell. So, und jetzt habe ich da. Ja, wie bin ich?
Juhu. Sehen natürlich auch hoch aufwendig. Ja,
sind da keine Punkte mehr. Hm. Ja, gut. Oh, es wird langsam wieder Tag. Wunderbar. Hallo, Sonne. Hallo. Hallo, Blitze. Ach, das hier. Da. Guck, ob das Bübchen ist. Tadam. Bübchen. Oder nicht. Junge. Mädchen. Junge. Boah, da würde ich mich aber auch schämen, wenn mich meine Mutter mit dem Hemd in die Schule schickt. So, was ist denn immer noch offen? Ich habe noch gar nicht so viel gemacht. Das ist ein neues Abspringen. Nein, hier, Werkzeuge. Könnt ihr auch ganz normal hier rumbauen wie die Blöden. Kann ich eigentlich Kamera schwenken, Linie ziehen, Achse, Werkzeugform, Stein oder 10 Kamera. Kann ich nicht selber noch fliehen? Nein. Ach doch, kann ich. Mit eben Steuerung und links Shift wieder runter. Gut. Mann, das ist alles rot. So, das ist alles braun. Alles geht ganz schön fix, muss ich sagen. Kann ich da irgendwie eine Werkzeugform ändern? Kugeln reicht der. Na gut. Ist jetzt ein bisschen sinnfrei, aber wegen mir. Kamera, Zeiger abhängen, absenken, Zeigergröße ändern. Q und E. Wie klein können wir den machen? Komisch. Naja. Zeigerform Würfel, Zeigerform Kugel. Achso. Achse verstärkt, XY. Zurück. Ach, ich höre Skelette. All die Skelette sind irgendwie so komische. Ich weiß nicht, warum die ganze Nacht machen. Abflachen. Abflachen, der baut er ja auf. Nein. Das die Gelände absenken. Unser Vorwerkman. Das hier anheben, können wir auch. Auswählen und exportieren, ja. Ich finde, das ist so schön hier. Unsere Kreation. Das ist definitiv wert, es auszuwählen und zu. Links gedrückt, was? Links gedrückt halten, um rechts zu ziehen, dann loslassen, um Höhe einzustellen. Also. Lalala. Sieht man natürlich auch super so. 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 Möchte das hier. Nein, nochmal. Und zwar möchte ich hier. Ja, das hier alles. Jetzt komme ich mit dem Mauszeiger nicht weiter rüber. Ist ja total toll. Ja, einfach so. So. Und jetzt kann ich das ansehen und speichern. Ja. Toll. Oh Gott. Ich finde das schön. Es hat was. Wie eine Eisdiele irgendwie. Na gut. Exportieren. Kamera schwenken, bla 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 bla. Ja, passt. Ich will es mal Symbol erstellen und Modell speichern. So. Finde ich gut. Jetzt haben wir unser Modell gespeichert. Warum? Gott, sieht aus wie schwarz. Schwarz-Weiß-Film. Na komm. Toll. Wieso eigentlich immer noch Nacht, verdammt nur eins. Das war der Mond, der aufgegangen ist, nicht die Sonne. Zurück. Zurück. Das hatten wir jetzt alles. Gesehen. Zufügen, entfernen, blablabla. Das kennen wir alles. Steinweise bauen. Ach hey. Ach hey.
Ja gut, aber das... Ich weiß nicht, da habe ich irgendwie mehr Bock, das irgendwie... Mir waren die Vierer immer die liebsten früher. Ist das euch auch so gegangen? Das ist eine krassige Farbe. Die Vierer waren irgendwie... Na, das ist ja toll. Jetzt guckt endlich mal die Sonne auf. Wieso ist denn der nicht ganz unten? Wie geht denn das? Oh, ich will. Uiuiui, was ist das denn mal? Ja. Da gehe ich dann noch lieber. Ich würde sagen, wir drehen mal eine kleine Runde. Hier wohl nicht. Ich wollte ein Flugzeug rufen. Ach, da ist ein Flugzeug. Er sieht zwar aus wie ein Flugzeug, verhält sich aber eher wie ein Helikopter. Nein! Rein mit dir! Ja, wir sind gerade im Flug ausgestiegen. Ups, hoch. Boah, ist das ein Berg. Und wieder eingestiegen. Das müssen wir uns einmal nachmachen. Ja, und jetzt kann man halt rumfliegen und mit ein bisschen mit Plötzchen spielen. Und was macht denn der da? Hallo? Geht's Ihnen gut? Kann ich Ihnen helfen? Vielleicht soll ich hier fliegen. Tragfläche? Nein, nicht. Oh. Ja. Flieg wohl lieber runter. Was ist da unten noch für ein Zeug? Hier lange. Also das Flugzeug kostet uns nichts, also wir können es jederzeit herbeirufen. Ich weiß nicht, ob es dann an anderer Stelle dann verschwindet, wenn ich es hier herbeirufe. Ja, jetzt mach mal. Ich mach das mal kurz. Wenn ich jetzt hier ein Flugzeug rufe. Nö, das alte immer noch da. Was? Hey, ein Flugzeug. Ach, guck mal. Das ist da, wo ich mein Outfit her habe. Ja, Tag. Kann nur eingeben. Was ist noch ganz lustig, was ich bisher gefunden habe? Ach, wir können mit dem Bohrer mal ein Spiel. Cooles Pover-Bohrer. So, und wir haben mit dem da. Wie ist es hier? WSD gedrückt halten. Lenekram leer. Nach oben graben Lumsch, nach unten graben Lustrg. Das heißt, wenn ich jetzt hier. Würde ich mich trotz der Framework von 8, 7, 8, 3 aus dem Rücken. Sorry, aber dann. Oder ist ein bisschen aufwendiger als Minecraft. Ja, und jetzt, keine Ahnung, wie man die Körper noch hin rauskommt. Ob es irgendwie ein Ende gibt. Das ist ein bisschen spielen, ne? Thank you.
Raus mit dir. So. Doch, den Bohrer lasse ich gerade hier. Ach, hey. Das ist ja lustig. Okay, hier, es gibt wohl wirklich ein Ende. Hier sind irgendwelche glasharten Blöcke, die ich nicht abbohren kann. Na gut. Aber, ich will ja nicht rauslatschen. Das heißt, der Merk. Kann ich ihn unter der Erde nicht holen? Ah, das ist ja fies. Tut sich? Schlauchboot? Wie fies ist das Schlauchboot? Jetzt sind wir hier mal. Trecker? U-Boot? Hier erstmal alles. Rasenmähen. Super. Rasenmähen geht. Na, klipp. Hallo? Oh Mann. Sprinten leer. Wie lange wir sprinten können. Was dürfen wir vom Mittelpunkt der Erde nach oben laufen? Das ist mir jetzt aber sehr unangenehm. Ja. Ich habe keine Gummi. Oh!